Unser nächster Dreh führt uns nach Österreich. Wir sind unterwegs in einem auf den ersten Blick ganz normalen Tesla Model 3. Aber dieses Auto wird nicht von einem Elektromotor mit Batterie angetrieben, zumindest nicht nur. Es hat immer noch einen Elektroantrieb, aber auch einen Tank. Bisher nur ein Prototyp. Ein Prototyp der Entwicklungsgesellschaft Obrist. Also jetzt stehen wir hier in dem Modell des Prototypen. Inwiefern unterscheidet sich das denn von dem Ursprungsauto? Also in dem Ursprungsauto, das wir verwendet haben, eine Elektroplattform, da muss man sich vorstellen, zwischen den Rädern, hier vorne und hinten, bis hier rüber, alles voll mit Batterie, wiegt ca. 500 Kilo und die haben wir mal entfernt. Dafür müssen wir wieder ein paar neue Komponenten einbauen. Also Elektromotor haben wir gleich gelassen, wie in der Serie. Dann haben wir eine kleine Batterie eingebaut und haben hier den Zero Vibration Generator, unser Kraftwerk, mit eingebaut. Und dadurch können wir ca. 250 Kilogramm Gewicht an dem Fahrzeug sparen. Die große, schwere Batterie ist ein Grund dafür, dass Elektroautos unter zu wenig Reichweite und zu langen Ladezeiten leiden. Plug-in-Hybride sollen dieses Dilemma lösen. Die Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor sorgt parallel für Antrieb. Allerdings schleppt man dabei auch gleich zwei schwere Antriebssysteme mit sich herum. Das treibt den Verbrauch in die Höhe. Die Idee von Obrist, statt eines Parallelen setzt die Entwicklungsgesellschaft aus Lustenau am Bodensee auf einen seriellen Hybridantrieb. Ein Parallelhybrid, da ist es so, dass sie immer eine mechanische Verbindung zwischen dem Verbrennungsmotor und den Rädern herstellen können. Bei einem seriellen Hybrid gibt es keine mechanische Verbindung. Das ist wie ein Kraftwerk, das irgendwo rumsteht und erzeugt Strom. Und das tun wir sehr effizient. Das heißt, der hier, der kümmert sich nur um die Dauerlast des Fahrzeuges und schiebt entsprechend Energie nach. Also wir fahren jetzt durch die Stadt. Bis 65 Stundenkilometer machen wir das rein elektrisch. Das heißt, wir holen das bisschen Leistung, das wir da brauchen, aus der Batterie, stecken sie in den Elektromotor und fahren damit. Bei 65 Stundenkilometer, da schalten wir das Kraftwerk dazu. Und das ist ein richtig großer Vorteil. Dann können wir das Beste aus beiden Welten verwenden. Das Beste aus zwei Welten soll heißen, auf der einen Seite ein hocheffizienter Verbrennungsmotor. Dank zweier gegenläufiger Kurbelwellen und zweier in den Verbund integrierter Generatoren läuft der Zweizylinder nahezu vibrationsfrei. Auf der anderen Seite der Elektromotor mit jeder Menge Drehmoment und eine kleine, kompakte Hochleistungsbatterie, die wenig Platz braucht und bezahlbar ist. Und dadurch kann ich hohe Fahrdynamik erreichen und kann alles, was Spaß macht, auf der Straße damit erzeugen. Ich mache 50-50% Gewichtsverteilung, ich habe einen niedrigen Schwerpunkt, das Ding macht Spaß. Aber macht das Ding echt Spaß? Ich darf zusammen mit Geschäftsführer Frank Obrist eine Runde mit dem Prototyp fahren. Ich bin noch nie einen Prototypen gefahren. Das Auto ist eh auf 1,2 Millionen Euro versichert. Also versichert ist wunderbar. Aber natürlich, da würden die Tränen schon fließen. Also bisher fährt er sich wie ein ganz normaler Tesla, finde ich. Dass sie den Antriebsstrang in den ausgerechneten Tesla gebaut haben, hat ja schon seinen Grund, oder? Da ist ja einem die Aufmerksamkeit definitiv sicher. Ja, es ist auf der anderen Seite das am weitesten entwickelte Elektrofahrzeug, das es weltweit gibt. Und wir wollten einfach zeigen, das ist nicht das Ende von Elektrofahrzeug, sondern hier kann man noch was draufsetzen und es kann noch besser machen. Ein großer Pluspunkt von Elektroautos ist unter anderem die Laufruhe. Denn der Elektromotor ist im Gegensatz zum Verbrenner kaum hörbar. Wie sieht das denn beim Prototypen aus? Ja, ich höre was. Wir hören einen Hauch von Geräusch. Mhm. Und da sind wir noch nicht 100% serienreif, aber man spürt rein und raus, jetzt hat er wieder abgeschalten. Man spürt gar nichts. Ne? Nee, spüren tut man wirklich nichts. An der Bremse, am Gaspedal, am Fahren oder sowas, am Lenkrad, einfach nicht zu spüren. Das, was wir in der vorderen Sitzposition noch hören, ist ein Hauch von Auspuffgeräusch. Und wie lautet das Fazit am Ende der Probefahrt? Spektakulär und spektakulär. Ach! Das, ich habe lange überlegt, wie ich es am besten beschreibe, aber das ist es. Das ist es. Sieht sie so aus, die Zukunft des Fahrens? Wird Elektromobilität so endlich massentauglich? Ja, das ist die einzige Lösung, die ich kenne.
um elektrifiziertes Fahren wirklich dem Weltdurchschnittsbürger zu ermöglichen. Und der hat halt eben nur 18.000 Euro in der Hand. Und deshalb müssen wir Technologie bereitstellen, die eben Elektrifizierung für 18.000 anbieten kann. Klingt nach einer Technologie, die die Probleme vieler Autohersteller lösen könnte. Ja, wir haben ein sehr großes Interesse. Wir sind im Gespräch mit ungefähr 30% der Weltproduktion. Und das freut mich natürlich persönlich. Wir haben aber noch keinen Abschluss mit den Automobilherstellern. Aber vielleicht schaffen wir das heuer in diesem Jahr. Corona wird diese Herausforderung nicht gerade leichter machen. Aber gibt es wirklich eine so einfache Lösung, um die Elektrifizierung der Mobilität auf das nächste Level zu heben? Ich bleibe skeptisch und frage nach. Was ist denn der Haken an der Sache? Also der Haken an der Sache, wenn Sie das so möchten, dass wir überwinden müssen, dass es einen Haufen feste Investitionen gibt, Milliarden von Euros, Dollars, die wir in Motorenfabriken setzen und dass man das nicht sofort aufgeben will. Aber wir haben die bessere Lösung. Das ist im Endeffekt der einzige Haken, der bleibt, aber da arbeiten wir dran. Das Interesse der Autoindustrie an dem System scheint zumindest schon mal geweckt. Denn der Antrieb wäre theoretisch in jedem Modell möglich.